Angelika, lass dich impfen, bitte impfen, immer impfen. Angelika, lass dich impfen, bitte impfen, immer impfen. Ja, grüß dich, Viktor. Ein herzliches Dankeschön für die Einladung in dein schönes Café. Vielleicht erzähl schon mal, wie lange bist du da in diesem Café tätig? Also eröffnet haben wir es am 15. Mai und durch Corona haben wir ja leider müssen zusperren. Und dann haben wir ja wieder aufgetan und dann war alles wieder gut. Und wegen dem Song habe ich halt auch ein paar Mitteilungen zum sagen. Also erstens, sie will sich ja nicht impfen lassen, weil sie das Ganze nicht so ernst nimmt, das ganze Corona, weil sie sagt, die Leute sperren bloß noch und machen das mit weg und eigentlich dürften sie keine Lockdowns machen, aber sie tun es einfach und sie geht und sie ist jetzt schon seit einem Jahr dran am Führerschein und sie sieht, solange der ganze Scheiß nicht aufhört und man muss eine Maske tragen, geht sie nicht mehr in die Fahrschule, aber jetzt ist sie halt selber schuldig, wenn sie den Führerschein nicht schafft. Und sie sieht Leute und halt bloß blöd und man wird bloß krank von der Impferei und von der Testerei, hat sie gesagt. Und von der Maske eben auch. Und sie will sich halt nicht impfen lassen, weil sie sieht, das ist ein Scheiß und dass da ein Dreck drin ist in diesen Impfungen. Und sie ist einfach eine Corona-Leugnerin und sie hat einfach keine Ahnung davon. Und sie sieht, wie die ganzen Politiker blöd und so und ja, aber sie, irgendwann ist sie dann halt selber schuldig, wenn sie nicht mehr das tun kann, was wie es früher gewesen ist, wo noch kein Corona gewesen ist und ja, aber mir ist es eigentlich egal und wenn sie halt Corona hat, ist sie halt selber schuldig und mehr muss es dann halt nicht auslassen und ja. Da schwingt schon ein bisschen Zorn auch mit auf sie, oder? Also wie gehst denn du mit denen um? Du hast glaube selber auch Corona gehabt, du bist geimpft. Wie wichtig war dir das denn in diesem Song darum auch zum sagen, was der Sache ist? Ja, ich habe mich impfen lassen, weil ich eigentlich mehr auf Konzerte gehen will und weil ich mich halt mehr mit den Leuten treffen will und weil ich halt mich schützen will und so, dass die Leute keine Angst mehr haben, dass ich keine Corona habe oder ich will halt einfach vorsichtig sein bei den Leuten und so. Und ja, ich habe mich darum impfen lassen, halt wegen Konzerten und halt damit man wieder mehr um die Leute um mich sein kann, dass man es wieder so umarmen kann und halt, dass man wieder, und weil ich die Testerie halt satt habe und weil man halt Corona eigentlich aufzeigt, geht langsam und ja. Du bist ja selber als Musiker tätig. Jetzt hast du das Video mit dem Papa gemacht. Freust du dich noch, weil du siehst, auf Konzerte freust du dich. Möchtest du denn selber auch vermehrt wieder auftreten und auf die Bühne? Geht es da weiter? Was sind da deine musikalischen Pläne in nächster Zeit? Also, ich mache gerne einen Song, aber ich mag gerne aus Jodeln. Das tue ich eigentlich am meisten selber Jodeln und ich finde das Jodeln gut, weil es mir halt gefällt. Und weil ich Östi Dritten halt gern so mag, weil es eine gute Band ist. Und so auf Jazz stand ich halt nicht, das ist halt mehr so ein Quatsch oder so. Und weil es eigentlich gar kein Jazz geben dürfte und es ist einfach ein Schmarrer. Und das hört der Papa aber nicht gerne, oder schon? Es ist mir aber wurscht. Und ja. Okay, ja. Also das ist ja das erste gemeinsame Projekt. Jetzt haben wir da mit dem Song vielleicht eine neue deutsche Welle einen Punkt gefunden, wo der beide damit leben können, oder? Das ist jetzt schon ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz deine Richtung, oder schon? Oder kannst du mit dem auch freuen? Also ich mag dafür halt seine Musik nicht und er mag dafür halt meine Musik nicht und so. Aber ja, und sonst kann ich halt nicht mehr sagen, aber ich stand halt mehr auf Jodlerei und so und ja. Okay, ja. Dann sage ich mal vielen lieben Dank, ist sehr spannend, gratuliere zum neuen Song und ich wünsche dir auch viel Erfolg weiterhin und ich finde so sehr stark das Statement, also Angelika, lass dich impfen. Ja und danke schön, dass ihr so viel Zeit genommen habt für mich und ja.